Unsere Truppen auf der Insel der Dämmerung wurden ausgelöscht. Und Elion, der Anführer der Expedition, wird vermisst. Elion ist einer der größten Helden Valkyrs. Daher ordnete die Föderation eine Suche an. Doch Samael, der Kommandant in Velika, mahnte zur Vorsicht, da die Föderation keine Truppen an der Argonenfront entbehren kann. Elions Bruder Lian forderte ein sofortiges Handeln und begab sich zur Insel der Dämmerung. Samael bot Unterstützung in Form junger Rekruten an, die im Zuge ihrer Ausbildung Elion suchen und die Insel erforschen sollen. Von Elions Heldenhaftigkeit inspiriert und voller Tatendrang seid ihr einer der Ersten, die sich zum Dienst melden. Oh yeah. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. Willkommen beim zweiten Part vom Let's Check Terra Online. So, der Prolog ist beendet und jetzt sind wir hier im offiziellen Startgebiet in der Insel. So, wir nehmen natürlich erstmal einfach nur stur unsere Quests an. Ist es wichtig? Lohnt sich das für mich? Komm zur Sache! Ignorieren dabei gekonnt alles, was wir nur ignorieren können. So, Fähigkeiten haben wir noch keine. Bis auf der letzte Amane. 30 Sekunden gegen niederschlagende Betäubung. Ah ja. Das packen wir uns auf C, weil das unsere Spezialfähigkeit als Aman ist. Hat er noch eine Quest gehabt? Ne. Ich will so schnell wie möglich eine neue Rüstung bekommen. Weil die Rüstung, die wir jetzt anhaben, sieht sowas von gay aus. Entschuldigung, aber ist so. Sprecht mit mir. Nein, nicht mit dir. Spürt die Macht des Kerns. Elfen weisen den Weg. Ja, Elfen weisen den Weg. Ich bin fucking Drache, du hast mir gar nichts zu sagen. So. Dezimiert die Giledus. Giledus, das sind diese komischen Bäume hier. Wenn ich das Wishstick in der Winnowong habe, jawohl. Dann gehen wir dem doch mal ein bisschen aus dem Maul. Hallöchen.
immer schön ausweichen. So, ein bisschen Gold hat er fallen gelassen. So, bam, Junge, bam. Immer schön ausweichen. Wofür gibt es dieses geile Kampfsystem, wenn man es nicht nutzt? Fällt einfach mal hin. So, der lässt auch nur ein bisschen Geld fallen. Nichts Besonderes. Wie viel brauchen wir? 4 Stück? 2 haben wir. Da haben wir den gerade ein bisschen zurückgedrängt mit unseren Schlägen. Glückwunsch, ihr habt nun Stufe 2 erreicht. Das ging schnell. Aua. Schnell auf Seite. Ach, der ist nur wieder umgekippt, dann ist gut. So, ich muss mal gerade einen Moment. Ich muss ja das mal gerade auf meinem Kopf ein bisschen leiser machen, also die Kopfhörer. Weil das doch schon arg laut war. Wem müssen wir die Quest jetzt hier vorne? Müssen wir die abgeben, wo wir sie angenommen haben? Hier liegt irgendwas rum. Nehmen wir einfach mit. Ferda-Faser. Wenn sie da rumliegt, sie keiner haben will. Dann nehmen wir es mit. Ja, ja, Macht des Kerns. Hier, du bist Elfe, voll für Wald und so. Und sagst, wir sollen Bäume töten. Super Vorbild. Ach, und jetzt sollen wir nochmal 5 Bäume töten. Natürlich, natürlich, natürlich. So. So, Stufe 2. Drückt man dem direkt nochmal ein bisschen mehr Schaden rein. Oh, hier liegt aber jede Menge Zeug. Senker auf Fäuste. Was ist das denn? Müssen wir gleich mal im Inventar gucken. Hört sich nach Waffe an. Wäre fucking awesome, wenn es so ist. Oh, da haben wir ihn wieder zurückgeschlagen. Ja, Fall auf die Knie. Oh, da haben wir gerade ein bisschen LP gefunden. Next one, please. Das ist einfach so geil mit diesem dynamischen Kampfsystem. Geheimschrittstiefel. Also haben wir... Ah, wir haben gerade neue Stiefel gefunden. Das klingt doch schon mal geil. So, jetzt aufpassen, dass wir die Kleinen hier nicht mithauen. Deswegen gehen wir mal zu dir hier, mein Freund. Tut mir leid, du blutender Baum. Aber die Elfin will, dass ich dich töte. Glanzstab. Ja, leider sind wir kein Priester oder kein Mystiker. Können wir den nicht benutzen. Aber können wir verkaufen. Wow, auf Seite. Und jetzt von hinten richtig rein. Bam, Junge. Das klang falsch, sollte es aber nicht. Sind wir schon fast auf Level 3. Also von der Grafik her kann man ja sagen, was man will, aber es sieht einfach hammergeil aus. Es ist natürlich MMO-mäßig hier, ein bisschen der Boden, matschige Textur und so, aber ist halt ein MMO. Machst du nix? So ist das halt. Dafür, dass es ein MMO ist, sieht es einfach fantastisch aus. Wobei ich mir noch nicht sicher bin. Noruk-Haut. Noruk sind doch diese komischen Elch-Viecher hier, ne? Ist
das richtig? Ja, ist richtig. Was wollte ich gerade nochmal sagen? Ah ja, wobei ich nicht weiß, ob das hier für die volle Punktzahl später in der Bewertung reichen wird. Aber das sehen wir ja dann, wenn ich die Bewertung mache. Beziehungsweise ihr seht es dann, wenn ich das Video raushaue. Muhahaha. Was ist das denn? Ach, ein anderer Spieler. Eine Elin. Ich finde diese Elins voll geil. Also voll geil im Sinne von voll knufflig und so. Jetzt nicht voll geil im Sinne von voll geil. Ihr wisst, was ich meine. Solltet ihr zumindest. Wenn ihr es nicht wisst, dann seid ihr zu jung für meine Videos. So, wollen wir den nächsten Elch. Der Jägermeister ist unterwegs. So, du kriegst auch noch ein bisschen auf die Schnauze. Sehr geil finde ich, dass er mit diesen Blutspritzern auf dem Boden. Das hat was. So, jetzt können wir das abgeben alles. Und da hinten können wir auch schon unsere erste Fähigkeit lernen. Wenn wir denn vom Level schon hoch genug sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Der Lügner sagt. Aber da sind wir sowieso ein Level up. Stufe 3. Einer für alle, alle für einen. Bin mal gespannt, welche Stufe wir insgesamt erreichen in dem Let's Check hier. Ihr wollt stark sein, dann übt mehr. Ich will stark sein. Und ja, wir können eine Fähigkeit erlernen. Bam, gib mir her das Ding. Ihr wirkt entspannt. Gar nicht gut. Ich wirke entspannt und das ist nicht gut? Was ist mit dir los? So, warum läuft die Questgeberin weg? Ich glaube, die hat Angst vor uns. Da fällt mir aber gerade mal auf, wir können unseren Schlagregen hier mal an unsere Schnellleiste ziehen. Hallo! Zeit ist Gold. Naja, Zeit ist Gold. Du auch. Was müssen wir machen? Euch müssen wir töten. Wenn ich jetzt auf die Leertaste drücken würde, würden wir automatisch sowas machen. Als Kettenfertigkeit. Bam, 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 bam. So, wie jetzt gerade zum Beispiel gesehen. So. Und wenn wir die kaputt haben, gucken wir mal nach der Rüstung, die wir da aufgenommen haben. Erstmal kriegst du hier jetzt aufs Maul. Sterb doch! Bequeme Schuhe. Wir finden hier ziemlich viele Rüstung. Das Blöde bei Terra ist nur, die meiste Rüstung, die wir jetzt hier am Anfang finden, unterscheidet sich nur von der Farbe her. Das finde ich extrem schade, ja. Dann hast du dann irgendwie die Schuhe der Geschwindigkeit. Die haben genau die gleichen Stats wie die Schuhe des was weiß ich was. Haben einfach nur eine andere Farbe. Mehr ist das nicht. Ich zeig euch, was möglich ist.
Finde ich blöd gemacht. Neue Stufe. Stufe 4. Gibt es eine neue Fähigkeit? Immer euer Wort. Seid ihr noch nicht müde? Yes, gibt's wirklich. Der Wirbelwind. Und ab Stufe 6 gibt's was Neues. Den Wirbelwind hauen wir uns natürlich hier unten rein. Auch bei dir können wir was abgeben. So. Warum läuft der jetzt weg? Okay, lassen wir ihn einfach laufen. Wir müssen die kleinen Viecher hier noch kaputt kriegen. Hallöchen! Bam, Junge! So, gerade schön gesehen. Ist das hier eine passive Fähigkeit? Ah, kann nur nach Ausweichrolle eingesetzt werden. Alles klar. Bam! So, da haben wir direkt eine dreifache Kettenkombo hingelegt. Wir gucken jetzt mal gerade nach unserer Ausrüstung. Was ist das denn hier? Glücksschachtel. Öffnet sie mit dem Glücksschlüssel. Enthält verschiedene Verbrauchsgüter wie... Aha. Und lass mich raten, Glücksschlüssel gibt es nur im Itemshop. Jaja. Ist klar. Bequeme Schuhe, Zauberer, Priester, Mystiker können wir also nicht benutzen. Die können wir auch nicht benutzen. Was ist das? Bombe können wir auch nicht benutzen. Das können wir auch nicht benutzen. Das auch nicht und das auch nicht. Aber hier die Schuhe können wir benutzen. Die würden uns plus 1 bringen. Die würden uns plus 1 bringen und die auch. Das sind genau die gleichen Schuhe. Es sind jetzt dreimal hier unterschiedliche Dinger. Geheimschritt. Achso, zweimal Geheimschritt. Zwei unterschiedliche Schuhe. Baumstutzer, Arbeitsstiefel und die Geheimschrittstiefel. Und die haben genau die gleichen Attribute. Unterscheiden sich nur im Aussehen. Noch nicht mal. Auch geil. Gut, dann können die auch weg. Und einmal die neuen Handschuhe. Was ist das hier? Aruns Steinrune. Ah ja. Gut, sind wir neu ausgerüstet. Auch wenn mir ein paar neue Waffen lieber wären. Ne, stimmt gar nicht. Rüstung wäre mir lieber. Aber eine vernünftige Rüstung. Ja, da schreibt gerade einer, ich habe ein 2 Meter Schwert und 2 Meter Baum. Ja, das ist Terra. Okay. Da lebt keiner mehr. Wie viel brauchen wir davon denn noch? Noch eine so eine Gruppe. Gut. Ja, da hauen wir schon ordentlich Damage mit rein. Gut, dann haben wir das fertig. Dann geben wir die Quest jetzt noch ab und dann mache ich Schluss für diese Folge. Morgen gibt es dann nochmal eine Gameplay-Folge. Und dann übermorgen die Bewertung. Was liegt denn hier? Lektion. Alchemietrank. Können wir das jetzt lernen? Lehrt die Extraktion von Alchemiematerialien aus Ausrüstung der ersten Ordnung. Ja, geil. Alchemie-Extraktion hat nun die Stufe 1. Auch geil. Hat das irgendeiner weggeschmissen? Wir nehmen es mit. Warum nicht? Hier haben wir neue Schwerter. Aha. Unterscheiden sich vom Aussehen her jetzt nicht wirklich. Aber nun gut. So Leute, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder mit dem letzten Gameplay-Video von Terra. Dann die Bewertung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss.